was ist diesen Monat alles passiert, also im Anime-Universum. Darum geht es heute, gleich nach dem Intro. Ein Monat ist wieder vergangen und schon startet ein neuer. Doch was ist eigentlich im August passiert? Welche Meldungen darfst du nicht verpassen? Woran solltest du unbedingt denken? Heute fasse ich die wichtigsten Anime-News des Monats zusammen. Wenn ich sowas häufiger machen soll, dann like das Video. Dann weiß ich, dass dir gefällt. Für die neuesten Nachrichten schaue immer am Dienstag vorbei. Da gibt es nämlich die Anime-News der Woche. Hier auf Kaizen. Jeden Dienstag um 16.30 Uhr. Also abonniere den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und aktiviere die Glocke. Dann bist du immer pünktlich mit dabei. Beginnen wir aber nun mit den Anime News. Los geht's mit einem der besten Sportanime, nämlich Haikyuu. Da wurde nun bekannt, wann der zweite Teil der vierten Staffel erscheint. Und zwar am 2. Oktober. Dann geht es endlich weiter. Teil 1 lief ja schon im Winter 2020. Eigentlich sollte es mit Teil 2 im Sommer weitergehen. Aber der musste leider verschoben werden. Bald ist es dann aber soweit. Die komplette Serie gibt es auf Wakanim. Da auch den ersten Teil. Und sehr wahrscheinlich den zweiten der vierten Staffel. Romantisch wird es dagegen bei Kaguya-sama. Der Anime erscheint ja bei uns im Handel, bekommt also endlich auch eine deutsche Synchro. Am 24. August erschien schon Volume 1. Außerdem gibt es regelmäßig neue Folgen mit Synchro bei Anime On Demand. Jeden Samstag um 19 Uhr. Am 1. Oktober erscheint dann Volume 2 mit Episode 5 bis 8. Die Serie kannst du aber auch kostenlos bei Wakanim schauen. Da jedoch nur mit Untertiteln. Kommen wir nun zu dem Action-Drama Code Geass. Und da gibt es endlich mal wieder Neuigkeiten. So erscheinen die Compilation-Filme bei uns. Die fassen die Geschichte der Serie nochmal zusammen. Aber nicht nur das, die Animationen wurden überarbeitet und es gibt neue Szenen. Und diese führen dann zu einem vierten Film. Der setzt dann schließlich auch die Geschichte wirklich fort. Also es geht dann nach Staffel 2 weiter. Wann der jedoch erscheint, ist noch nicht klar. Beziehungsweise ob er überhaupt zu uns kommt. Ich gehe aber stark davon aus. Der erste Film erscheint am 19. Oktober bei uns im Handel. Die Serie gibt es bei Netflix und Anime On Demand. Weiter geht's mit der Irregular Magic High School. Meine Güte! Wir kommen ja von der einen Hammer-Nachricht zu der anderen. Also irgendwie mag ich das Format schon jetzt. Und ihr? Auch dieser Action-Anime geht endlich weiter. Mann, haben wir lange darauf gewartet. Nun wissen wir auch wann. So startet Staffel 2 am 3. Oktober. Wo diese jedoch läuft, ist noch nicht klar. Vielleicht bei Aniverse, weil er von KSM lizenziert wurde. Aber das ist nur eine Vermutung. Staffel 1 gibt es bei Netflix, TV Now und eben Aniverse. Kommen wir nun zu ein bisschen Drama. So erscheint nämlich Domestic Girlfriend endlich bei uns im Handel. Und zwar am 23. November. Zumindest der erste Teil. Teil 2 gibt es dann später. Zum Glück ist der Anime dann auch abgeschlossen, weil ab 3 Teilen wird es langsam nervig. Sind ja schließlich auch nur 12 Folgen. Wer so lange nicht warten kann, findet die Serie bei Anime On Demand. Weiter geht's mit Cells at Work. Diese ganz besondere Komödie spielt ja im menschlichen Körper und handelt von den kleinen Zellen, die dort herumirren. Bald geht es mit denen weiter. Nämlich bei Cells at Work Code Black. Dies ist ein Spin-off von der ursprünglichen Serie. So spielt Code Black in einem geschwächten Körper, wo also auf die Zellen noch mehr Arbeit zukommt und sie somit auch deutlich stärker sein müssen, um überhaupt den nächsten Tag zu überstehen. Die Serie soll im Januar in Japan erscheinen und wird sicherlich auch zu uns kommen. Aber nicht nur das. Außerdem bekommt auch die ursprüngliche Serie eine zweite Staffel. Und zwar zur gleichen Zeit. Verrückt, oder? Aber so ist es. Bei uns gibt es die Serie auf Wakanim. Da kannst du sie sogar kostenlos schauen. Jedoch auch nur mit Untertiteln. Für die Synchro brauchst du ein Animax Plus Abo. Weiter geht's mit The Seven Deadly Sins. Dieses Action-Drama hat ja eine ordentliche Achterbahnfahrt durchgemacht. Im letzten Monat erschien endlich die dritte Staffel auf Netflix. Leider mit schlechten Animationen. Aber viele fanden sie trotzdem noch recht gut. Dann wurde eine vierte Staffel angekündigt. Die musste jedoch verschoben werden. Die Serie soll im Januar in Japan erscheinen. Und dann wurde noch der Manga beendet. Aber auch der bekommt eine Fortsetzung. Und da ist der Mangaka schon dran. Wann es jedoch weitergeht, ist noch nicht bekannt. Und worum es da geht, will ich nicht verraten. Denn das würde zu viel Spoiler. Bei uns gibt es die Serie logischerweise bei Netflix, also eben Staffel 1 bis 3. Wann die vierte bei Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt. Hier auf Kaizen wirst du es aber auf jeden Fall erfahren. Also abonniere den Kanal, um das nicht zu verpassen. Weiter geht's mit Super HXE. Doch warum will ich jetzt über den Anime reden? So bekannt ist er doch nicht. Aber es gibt eine Besonderheit. So läuft der nämlich aktuell nicht nur im Simulcast bei Wakanim, also bekommt nach dem Japan-Release deutsche Untertitel. Nein, er wird auch noch synchronisiert. Und sowas gibt es nicht so oft. Das gleiche
Gleiche macht Wakanim auch bei Dekadenki, einem ganz verrückten Action-Anime. Und ich finde sowas auf jeden Fall cool. Ihr auch, oder? Also wenn ein Anime fast zeitgleich eine Synchro bekommt. Klar, wir müssen 2 Wochen warten, bis die Folge synchronisiert wird. Aber man sollte es aushalten können. Gerade wenn man eh die deutsche Synchro bevorzugt. Hoffentlich machen sie das also häufiger. Beziehungsweise auch andere Streaming-Anbieter. Das ist übrigens oft auch eine Bestätigung, dass die Anime bei uns im Handel erscheinen. Bei Super HXE steht es auch schon fest. 2021 ist es dann soweit. Wer so lange nicht warten kann, findet beide Serien auf Wakanim. Kommen wir nun wieder zu einem Hype-Anime. Und zwar Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dieses Action-Drama war ja 2019 in aller Munde. Und nun geht es endlich weiter. Leider wurde noch keine 2. Staffel bestätigt. Aber es gibt bald einen Film mit dem Namen Mugen Train. Dieser startet in Japan am 16. Oktober. Wann und ob er überhaupt zu uns kommt, ist noch nicht bekannt. Aber ich gehe stark davon aus. Hier wirst du es auf jeden Fall erfahren. Die Serie gibt es kostenlos bei Wakanim. Da jedoch nur auf Japanisch mit Untertiteln. Für die Synchro brauchst du ein Animex Plus Abo. Jedoch fügen die nur langsam weitere Folgen hinzu. Wenn du also die ganze Serie schauen willst, würde ich noch etwas warten. Auch The Misfit of Demon King Academy ist recht bekannt. Dieser läuft gerade noch in Japan und bei uns auf Wakanim. Doch nun wurde enthüllt, dass er auch in den Handel kommt, also eine deutsche Synchro erhält. Darauf müssen wir jedoch noch warten, denn es wird erst nächstes Jahr soweit sein. Bis dahin kann man ihn kostenlos auf Wakanim schauen. Wartest du eigentlich bei manchen Anime auf die Synchro oder schaust du sie lieber 2-mal? Einmal sofort auf Japanisch und dann später auf Deutsch? Schreibe deine Meinung doch gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zu einer Meldung, über die sich alle The Devil is a Part-Timer Fans freuen werden. Viele wünschen sich ja, dass dieser Comedy-Anime eine 2. Staffel bekommt. Das ist leider sehr unwahrscheinlich. Besonders da auch das Originalwerk nun beendet wurde. Aber das bedeutet, dass der Autor auch mal was Neues anfangen kann. Und genau das macht er, nämlich mit dem Namen Dracula Jackin. Dabei geht es um einen Vampir mit Teilzeitjob. Erinnert also sehr an The Devil is a Part-Timer. Hoffentlich bekommt also diese Light Novel eine Anime-Adaption. Wäre super. The Devil is a Part-Timer gibt es bei Anime On Demand und Aniverse. Weiter geht's mit Citrus. Dieses Liebesdrama erscheint endlich auch bei uns auf Deutsch. Die erste Volume ist schon draußen. So wurde die am 3. September veröffentlicht. Außerdem gibt es jede Woche neue Folgen auf Anime On Demand. Immer donnerstags um 18 Uhr. Wer auf die Synchro verzichten kann, findet die Serie auch bei Crunchyroll. Da dann sogar kostenlos. Außerdem geht es endlich bei einem Klassiker weiter, nämlich Detective Conan. Diese Krimiserie wurde bei uns über 10 Jahre pausiert. So erschien sie nur bis Folge 333. Doch es wurden in den letzten Monaten viele neue Episoden synchronisiert und die erscheinen nun komplett auf Anime On Demand. Dort gibt es nun 100 mehr, also bis Folge 433. ProSieben Max hat auch mehrfach betont, dass es weitergehen soll, doch es gibt scheinbar noch kein Okay aus Japan. Oder andere Probleme halten die Produktion auf. Hoffen wir, dass wir nicht wieder 10 Jahre warten müssen, denn das wäre echt schade. Auch weiter geht's mit Miss Kobayashi's Dragon Maid. So bekommt der endlich eine Fortsetzung, jedoch erst 2021. Dann geht diese fantastische Komödie weiter. Wann genau ist leider noch nicht bekannt. In der Zwischenzeit kann man also locker die 1. Staffel nachholen. Diese gibt es bei Crunchyroll und Anime On Demand. Bei der nächsten Serie geht es dagegen um Superhelden. Und zwar My Hero Academia. Da erschienen nun 2 zusätzliche Episoden. Und zwar nicht nur in Japan, sondern zeitgleich auch bei Anime On Demand. Und das sollte man nicht als selbstverständlich abtun. Damals konnten wir davon nur träumen. Aber schön, dass wir nun soweit sind. Wie gesagt, gibt es die Serie bei Anime On Demand. Und wo wir gerade über AOD reden, so gibt es dort auch den Hype-Anime Attack on Titan. Und da soll nun endlich auch die 3. Staffel bei uns auf Deutsch erscheinen. Leider musste sie jedoch verschoben werden. So sollte sie eigentlich schon am 24. August erscheinen. Doch nun wurde Volume 1 auf den 5. November verschoben. Dann wird es aber auch Zeit, denn bald erscheint auch Staffel 4. Wann genau ist aber noch nicht bekannt. Kommen wir nun wieder zu einem Klassiker, nämlich Inuyasha. Da soll es bald weitergehen. Also nicht so richtig. Aber genaueres will ich dazu gar nicht sagen. Denn das würde sonst spoilern. Im Herbst ist es aber schon soweit. So startet der neue Anime im Oktober. Bei uns gibt es die ursprüngliche Serie teilweise auf Netflix. Aber ganz mal wieder auf Anime On Demand. Kommen wir nun zu dem nächsten Klassiker, nämlich One Piece. Und da soll der Manga in 4 bis 5 Jahren enden. Zumindest hat das der Mangaka selbst gesagt. Ob das natürlich auch wirklich der Fall sein wird, müssen wir sehen. Aber selbst wenn, das ist ja noch eine lange Zeit. Also sollten die One Piece Fans nicht gleich in Panik verfallen. Den Anime gibt es bei vielen Streamern.
Streaming-Anbietern. Die neuesten Folgen findest du auf Anime On Demand, Wakanim und Crunchyroll. Aber nur bei Crunchy bekommst du auch die alten. Zumindest werden die langsam nachgereicht. Deutlich mehr Schlagkraft als Ruffy hat dagegen Saitama. Und da erscheint endlich die zweite Staffel bei uns im Handel, nämlich am 3. Dezember. Diese Action-Komödie bekommt dann also auch eine deutsche Synchro. Darauf haben wir ziemlich lange gewartet. Wer aber Staffel 2 schon vorher schauen will, findet sie auf Anime On Demand. Dann jedoch ohne Synchro. Natürlich gibt es auch diesen Monat viele neue Anime auf Netflix. Die habe ich dir aber schon in einem separaten Video vorgestellt. Wenn du also das noch nicht gesehen hast, klicke oben rechts aufs Video. Beantworte aber vorher noch folgende Frage. Über welche Anime-News hast du dich am meisten gefreut? Like dann auch das Video und abonniere den Kanal. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!